Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Starkzugführung. Heute geht es weiter mit den Beckenhaltern. Wir haben hier am Rack-System die DWSM934 Beckenhalter in verschiedenen Ausführungen, mal kurz, mal lang, aber es sind allgemein die SM934 Beckenhalter und die haben einige besondere Features und die möchte ich euch gerne jetzt mal vorstellen. Okay, fangen wir doch mal hier mit der Winkel- und Längsverstellung von dem Beckenarm an. Wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir das Ganze hier verstellen können und was wir hiermit machen können. Und zwar die Möglichkeit Nummer 1 ist, wir öffnen jetzt hier die Seite, dann haben wir die Möglichkeit 1, wir können hier die Länge des Beckenhalters hier so rum verstellen. Dann haben wir Möglichkeit Nummer 2, den Arm hier um 360 Grad rotieren zu lassen. Dann haben wir die Möglichkeit, den Arm hier komplett rauszuziehen und auch wieder reinzuziehen. Und dann gibt es jetzt zwei Besonderheiten auf der Seite hier. Und zwar einerseits kann ich natürlich jetzt hier den Winkel verstellen vom Beckenhalter und öffne ich jetzt wieder die Seite und ziehe den Beckenarm nur so aus, bis er genau zu dem Punkt gelangt ist und schließe das wieder und drehe den Beckenarm um 90 Grad und zwar genau so hin und öffne wieder hier die Seite, dann kann ich den Beckenarm hier wunderbar versenken und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und das finde ich sind sehr, sehr schöne Features, die hier verbaut sind. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich wieder so drehen und hier wieder so verschieben, wie ich das gerne haben will. Und das ist schon nicht nur clever gelöst, sondern auch wirklich wunderbar und schön verarbeitet, wie ich finde. Und das macht diesen Beckenständer fast aus. Es gibt natürlich noch viel weitere Features, die wir uns jetzt angucken. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter höher. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier diesen Hebel. Und das Besondere ist, dieser lässt sich in seiner Position verstellen. Das heißt, ich drücke meinen Zeigefinger hier oben drauf und drücke mit den Daumen den Hebel nach oben und jetzt kann ich ihn komplett so verstellen, wie ich das will. Und zwar in zweierlei Möglichkeiten. Entweder ich verstelle ihn stufenlos oder ich drücke ihn ein bisschen nach vorne und dann kann ich ihn verstellen und er rastet ein in irgendeine Position, wie ich das gerne haben will, so wie ich den Hebel gerne verstellen möchte. Und dann kann ich natürlich den Hebel benutzen und kann hier das Teil öffnen, um die Position des Beckens fast stufenlos zu verstellen, denn so wirklich stufenlos ist es
nicht, wie es immer gesagt wird, aber so kann man es auch gerne tun. Und ja, dieses Feature ist einfach typisch DW. Und ja, jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit. Jetzt sind wir hier an dem Bereich angelangt, wo wir hier das Becken montieren können. Und hier hat DW auch wieder einige besondere Features eingebaut, die ich euch gerne zeigen möchte. Einerseits kann man hier den Filz und das Unterteil hier entfernen. Ja, guck mal, ob ich das noch ein bisschen. Nee, geht nicht näher. Auf jeden Fall, man kann es hier so entfernen und dann kann man auch so ein Becken drauflegen oder man benutzt das Filz. Und jetzt kommt das weitere Feature. Und zwar habe ich hier direkt zwei Funktionen in einem eingebaut. Und zwar, wenn ich hier diese Schraube öffne, so, die öffne ich, dann kann ich hier einerseits die Position des Filzes verstellen, nach oben oder nach unten. Oder ich drehe komplett hier weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann wird es mir irgendwann möglich sein, das ganze System zu entfernen. Und das bietet mir noch viele weitere hochinteressante Möglichkeiten, diesen Arm hier zu benutzen, weil dann kann ich nämlich auch hier zum Beispiel einen Stack dran bauen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und so kann ich das hier auf ganz viele Arten und Weisen hier benutzen, kann es somit von unten festziehen oder auch lockern, je nachdem, wie ich das haben will oder halt eben komplett rausziehen. Und ja, auch das funktioniert hier wirklich einwandfrei. Das hat DW wirklich gut gelöst. Und jetzt gehen wir mal an einem anderen Beckenständer. Da gibt es nämlich auch noch eine Besonderheit, die sich von diesem Beckenständer hier unterscheidet. So, wir haben hier auch einen DW SM934, aber in der langen Version. Und der Unterschied ist, dass ich hier das Filz herausschrauben kann. Ich hoffe, man sieht das hier. Also ich kann es hier ein Schrauben und auch wieder hier herausschrauben. Das Ganze habe ich auch bei dem Beckenständer, wo ich das Stack aufgebaut habe. Also ich kann hier quasi das Filz abschrauben. Und dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze hier so weit hochzuschrauben, dass ich das komplette Teil entfernen kann. So. Ja. So ein bisschen. So, jetzt kann ich es komplett entfernen und kann es wieder komplett nach Belieben dran schrauben. Und ich kann auch den Filz hier nach Belieben fest oder locker lassen oder wie ich es halt eben gerne haben möchte. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Stück von hochinteressanter Schlagzeugführung gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar da, dann lasst mir einen Like da, dann abonniert meinen Kanal.
und so weiter und so fort. Und wir sehen uns in der nächsten Zeit mit einem Video oder Livestream, je nachdem, wie ich das gerne haben will. Macht es gut. Tschö.